Unterschätzt niemals den Spaßfaktor von Zimmerpflanzen. Alter, was geht denn hier ab? Guckt euch das mal an! Was ist das? Wie geil! Energy Drinks und Salzsnacks sind tatsächlich das Einzige, wovon sich die Leute hier ernähren dürfen. Herr Doktor, da sind Sie ja. Ach, herzlich. Na, wie geht's Ihnen denn? Oh, ja, geht so, geht so. Na, sehen wir ein bisschen ungesund aus, ne? Im Gesicht. Da überall so Pickelchen und so. Ganz ungesund, ganz blass im Gesicht, ne? Kommt mal mit hier. So. Hier auf und rein da, ne? Ab dafür. So. Ja, Sie werden sterben. Meine Zufriedenheit beträgt trotzdem 90%. Stirb, du Sau! Hausmeister, upgraden Sie meinen Drucker. Jawohl. Herr Doktor, ich hab Hunger. Nehmen Sie diese Chips. Langweilig ist mir auch. Also mir nicht. Oh, das ist ja der Hammer. Was ist denn hier los? Jetzt. Der ziemlich nutzlose Koch. Ich bin nur da, um Krempel aus dem Weg zu räumen. Seine Freundin, die er gerade erst kennengelernt hat. Wir kennen uns doch gerade erst. Und der Bösewicht, den jede Story braucht. Was ist hier eigentlich los? Sind bereit für ein neues Abenteuer. Na, das wird ja ein Kinderspiel. Doch dieses birgt ungeahnte Herausforderungen. Du hast dich verändert, Lara. Du siehst aus wie 97. Aber ich fühle mich eigentlich gut. Nee. Die Reise beginnt. Wir müssen herausfinden, was mit mir los ist. Eine Reise mit Hindernissen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Alte Texturen. Ich kann nicht blinzeln. Weißt du eigentlich, was ich für trockene Augen kriege? Keine Hände. Wie soll man mit der Klumpern denn was festhalten? Und emotionale Tragödien. Okay. Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schieß los. Echt? Na, zum Holznasen-Ohrenarzt. Ziemlich witzig, ne? Du hast lange nicht mehr gelacht. Okay. Wow. Keine Mimik. Keine Reaktionen. Du warst aber spitze Knochen. Ja, ich bin halt auch eine Kante, du Lappen. Ja, in Shadow of the Tomb Raider gibt es wie in der 20th Anniversary Edition von Rise of the Tomb Raider ein Retro-Modell. Das weckt nicht nur nostalgische Erinnerungen, sondern lässt an sich ernste Situationen auch ungewollt komisch erscheinen. Oder anders gesagt, wir finden solche Spielereien einfach klasse. Viele Handlungsfäden also, in denen sich die Superspinne anfänglich auch ordentlich verfängt. Wegen Spinne, ne? Dass ich jederzeit durch die Stadt wirbeln und die Geschichte hinter mir lassen kann. Hep, Salto, Fadenliane, Schwung, Häusermann, hochlaufen, abstoßen, durch die Lufttrapez künsteln. Egal, was ich mache, alles sieht nach Spektakel und Konfettiregen aus. Der pure Flow. Ja, doch, das ist wirklich ganz gut. Nein. Okay. Das ist ganz nett, Freundchen. Ja? Aber was machst du denn sonst noch, außer rumschwingen in der Stadt? Und dann sind die Aufgaben auch noch genixter Standardkäse. Sammle Rucksäcke, fange Tauben, zerkloppe Gegnerwellen und mach Fotos. Sehr schön. Als ob Spider-Man nichts Besseres zu tun hätte. Fein hast du das gemacht. Hast du ein Stückchen geholt? Gleich nochmal. Ich hab nur seinen Ballon vor dem Wegfliegen gerettet und er hat mir das gemacht. Auf die kleinen Dinge kommt es an. Nee, eben nicht. Dieser ganze Kleinscheiß nervt einfach nur. Du Affe. Spinne. Spinnenaffe! Aber ganz ehrlich, die Macken stören mich nicht, weil ich zwischen den belanglosen Aufgaben so schön hin und her schwingen kann. Pirouette, Sinkflug, Rucksack eingesteckt. Aufschwingen, nach vorn ziehen und Schellensturzflug in den Gegnermob. Das wird einfach nicht alt.
nur auf Bodenhöhe sollte man sich nicht trauen. Mehr als 4 unterschiedliche Varianten hakelig dem Spinnenmann zuwinkenden oder apathisch Selfies schießenden Passantenzombies gibt's hier nicht. Hey, ich hätte gern einen Kaffee. Hallo, kann ich vielleicht ein Foto mit dir haben? Klar, aber kann ich erstmal den Kaffee bekommen? Kann ich ein Foto mit dir machen? Ja, aber ich hätte gern... Hallo, kann ich vielleicht ein Foto mit dir haben? Kann ich vielleicht ein Foto mit dir haben? Und wenn's doch mal dröge wird, flüchte ich mich einfach wieder in den Himmel. Huch, zack, swoosh. Ja, und hier, aufs Dach ziehen und abstoßen. Ja, das ist einfach immer noch toll. Oder Batman, hä? Oder, hä? Hallo? Spider-Man! Okay, wir sind uns also einig. Great Britain? G'day, Great Britain, this is Australia. How are you doing, mate? Australia, glad to hear from you. Well, to be honest, I'm not doing very well right now. Oh no, what's up? Are you crook or what? I think so. A few days ago, I was overrun by a whole bunch of dickheads that do nothing but racing around with their bloody tuning cars, wrecking the whole countryside. It hurts like bloody hell. Crikey, and did these drunkards set up a bloody festival while they're piss farting around? Oh, yes indeed, how do you know? Mate, I hate to say it, but I guess you got the same shit I had 2 years ago. Oh god. You mean I have? Yeah, mate, you'll have the Horizon flu. Oh my lord! Und damit wären wir beim ersten kleinen Kritikpunkt, denn in Horizon 4 wurden die Wheelspin-Preisboots erweitert um Klamotten und Gesten. Schöner Mist. Digga, was geht? Digga, der Hut, Digga. Normal, Digga, die Jacke, Digga. Ja, normal, Digga, die Brille. Normal, Digga. Na gut, wer Spaß dran hat, seinen Avatar geschmacklos einzukleiden und Fortnite-mäßig rumhampeln zu lassen, darf das gern als Pluspunkt verbuchen. Für alle anderen sind die Wheelspins jetzt aber ziemlich kacke geworden. Was? Schon wieder nur Klamotten? Das macht mich ausgesprochen wütend! Und damit kommen wir zum Menü, beziehungsweise zur gesamten Menüstruktur. Zugegeben, das ist jetzt Korinthenkackerei, aber das ganze System ist so verwirrend, verschachtelt und unlogisch, man könnte meinen, Playground Games haben das nicht aus Versehen so gemacht, sondern mit Absicht. Herr Dr. Müller, wie kommen Sie voran mit der Gestaltung des User Interfaces? Haben Sie es mittlerweile so verwirrend gestaltet, dass der Spieler richtig wütend wird und wir seine Wutenergie anzapfen können, um so die Weltherrschaft an uns zu reißen? Ja, Dr. Boss, ich glaube, ich habe jetzt das Maximum an Uneinprägsamkeit erreicht. Der Proband sondert jedenfalls gewaltige Mengen negativer Wutenergie ab. Was ist denn das für ein blöder Scheiß? Hervorragend. Erläutern Sie bitte. Gerne, schauen Sie mal hier. Also der wichtigste Faktor ist es, 2 Menüs zu verwenden, die unterschiedliche Optionen haben und sich trotzdem sehr ähnlich sehen. Okay, also ein Menü fürs Haus und eins für unterwegs. Und das, obwohl man alle Optionen auch in ein Menü hätte packen können. Reine Willkür also. Korrekt. Und so stolpert ein neuer Spieler im Hausmenü über Funktionen, die er später im Unterwegsmenü vermutet, dort aber gar nicht findet. Das ist ja genial. Ja, und jetzt schauen Sie mal, der Proband hat irgendwann mal im Hausmenü Upgrades für sein Auto installiert und findet es jetzt aber nicht mehr, weil er es im Unterwegsmenü sucht. Trottel. Wo ist denn der scheiß Upgrade-Button schon wieder hin? Aber Moment, also da steht doch unter Autos Autotune. Ja, aber das ist was anderes. Ach so, und dieses Tuning-Einstellung unter Creative Hub? Das ist wieder was anderes. Nee, oder? Doch. Das ist ja genial! Danke, Boss. Besonders stolz bin ich auf das hier, ne? Im Hausmenü haben wir die Charakter-Anpassen-Option versteckt. Okay. Und jetzt raten Sie mal, wo. Keine Ahnung, also... Unter Fuhrpark! Na scheiße, ich bin jetzt selber schon sauer. Wirklich exzellente Arbeit, Herr Kollege. Danke. Sehr, sehr gut. Ich hab noch mehr, ich hab noch mehr. Nein, alles gut. Ich sehe, Sie haben die Sache im Griff. Ich will Sie jetzt auch nicht weiter hier auf. Hey, du dumme Sau! Warum hast du einen Knackplatz, Auktionshaus und Automesse in der 2 Punkte verteilt, anstatt in einem Punkt zusammen zu fassen? Wie dumm seid ihr eigentlich? Jedes Mal, wenn ich eine neue Karte kaufen will, verdrücke ich mich! Schreiben Sie es mal auf. Das ist gut, das können wir auch noch reinbauen. Ich bringe euch um, ihr Wichser!
Sehr gut. Ich bin wirklich stolz auf Sie. Das Na, ich hab gehört, hier gibt's Portale, oder was? Ja, aber die treten total zufällig auf. Da hinter dir! Oh, dann geh ich mal rein, ne? Fremder, du gehörst ja nicht hin. Stirb! Nein. Aua! Diese Welt ist scheiße. Ich brauch dringend einen Zauberer, der mich zurückbringt. Hey, Opa, bist du ein Zauberer? Nein, ich bin einfach nur alt. Aber wenn du ein Portal suchst, das soll irgendwo aufgehen. Ja, wann denn? Irgendwann. Na, danke, Zauberer. Ah, da ist es ja. Halt! Erst musst du gegen mich kämpfen. Wieso? Weil du neu hier bist und ich kämpfe gegen jeden. Okay. Gut. Respekt. Hat gut geballert. Darf's gehen. Ich werde dich nie vergessen. Mein Held. Ja, kein Problem. Und jetzt kümmere ich mich um dein Portal. Da unten unterm Rock, ne? Aua! Hao Mei Sang Xing Ling Lang. Oh, wundert euch dann aber nicht, wenn es am Ende eines Kampfes mal etwas lauter wird. Die Kämpfer scheinen beim K.O. echte Höllenqualen zu durchleben, auch wenn ihr sie vielleicht nicht unbedingt mit eurem härtesten Schlag erwischt. Fremder. Gibt's Probleme? Ja, wir wollen Randale machen. Genau. Wollt ihr chillen? Oder killen? Dance for me, Baby. Soft. Wow, er ist so wild wie der Westen. Cut. Micha, kannst du weitermachen? Das ist ein Overbauer. Hand und Omocha auf die Schienen. Die will euch nicht Geld. Oh nein, das ist von der Lindenwende. Geef ihr Geld. Nee. Geef. Nee. Geef. Nee. Den Stealth, you fucker. Cut. Super, Leute. Sebastian, das war deine Überleitung. Micha, wieso sprechen die Niederländisch? Die heißen im Spiel Van der Linde Gang. Wie sollen die sonst sprechen? Bist du dumm oder was? Egal. Dreh bitte wenigstens auf Deutsch weiter, okay? Okay, von mir aus. Sheriff. Mach dir
Kann denn niemand helfen? Ja. Hey, Van der Linde. Hey, ist das nicht der Fremde aus der Bar? Das ist kein Fremder. Das ist mein Bruder. Was? Hast du ein Problem? Maul halten, sonst ballern. Wer hier ballert, kriegt geschallert. Next Stop, Kugel in den Kopf. Du laberst Stuss, gleich Kopfschuss. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann deiht er. Wir machen dich fertig! Ja. Endlich herrscht hier wieder Ruhe. So, tschüss. Nein, bitte bleib doch bei mir. Nee, lass mal. So, das war ja jetzt ganz schön viel Action. Aber jetzt kommen wir mal wieder runter. Beruhigen uns ein bisschen und bereiten uns auf Call of Cthulhu vor.